Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Der Aktionär TV-Interview. Ja, die Unsicherheit der letzten Tage und die anhaltende Spekulation um eine Zinserhöhung durch die Fed haben die Märkte zuletzt maßgeblich beeinflusst. Über den DAX und drei DAX-Werte spreche ich jetzt mit Alexander Langhorst von GSC Research. Herr Langhorst, herzlich willkommen. Fangen wir mit dem DAX an. Es gab vier Handelstage in Folge mit Verlusten. Was muss Ihrer Meinung nach passieren, damit es wieder bergauf geht? Grüße Sie. Ja, ich denke, diese Verluste, die wir jetzt gesehen haben, sind eben, wie in Ihrer Anmoderation ja schon angeklungen, eben der Unsicherheit vor dem FED-Termin am 21.09. geschuldet. Es gab ja jetzt in den vergangenen Tagen ja auch mal von dem einen oder anderen Notenbanker in den USA widersprüchliche Aussagen. Und ich glaube, es wird, sagen wir mal, eine gewisse Unsicherheit auch bleiben bis zu dem Termin, bis wir dann wissen, was bei rausgekommen ist. Am Ende wird wahrscheinlich jede Aussage, die sich so interpretieren lässt, dass, sagen wir mal, dass die Zeit der ultralockeren Geldpolitik sich dem Ende neigt, erstmal zu gewisser Unruhe führen. Das haben wir ja in der vergangenen Woche da gesehen, als die EZB in Persona von Herrn Draghi gesagt hat, man wird jetzt nicht weiter ausweiten, die Programme. Auch das hat ja schon zu gewisser Verstimmung am Markt geführt. Und ich denke mal, das werden wir jetzt bei dem Thema FED und DAX auch sehen. Da wird man jetzt, denke ich, die nächste Woche erstmal abwarten, mal gucken, was rauskommt. Und dann muss man sehen, wo die Reise hingeht. Ich denke aber mal persönlich, dass die Tendenz, dass wir jetzt im September schon eine Anhebung sehen, scheint immer mehr zu schwinden. Wenn man sich mal so die Einschätzung auch der Marktbeobachter anguckt, sinken die Wahrscheinlichkeiten. Und es ist ja auch immer die Frage, ob das nochmal so opportun erscheinen würde, jetzt mitten in der Hochphase des US-Präsidentschaftswahlkampfs da einen Zinsschritt in welche Richtung auch immer dann anzukündigen. Also was genau erhoffen Sie sich oder erwarten Sie sich jetzt von der FED-Sitzung nächste Woche? Also ich persönlich gehe davon aus, dass sich erstmal nichts ändern wird. Man wird sicherlich auf die Risiken hinweisen. Ich persönlich gehe aber nicht davon aus, dass wir jetzt eine Zinsanhebung sehen werden. Man wird aber sozusagen die Druckkulisse oder die Drohkulisse in Anführungszeichen gesprochen aufrechterhalten und sagen, es wird tendenziell dann vielleicht in der Dezember-Sitzung da eine Entwicklung geben. Jetzt muss man mal gucken, wie die Konjunkturdaten so reinkommen. Wir haben ja gestern hier in Deutschland den ZDW-Index gehabt. Das war ja auch alles eher so ein bisschen durchwachsen, indifferent und nicht so in eine richtige Richtung erkennbar gerichtet. Und jetzt müssen wir mal schauen, was noch an weiteren Konjunkturdaten kommen. Und ich denke mal, da wird die Notenbank dann wahrscheinlich zu der Aussage gelangen, man muss dann noch ein bisschen weiter auf Sicht fahren, bis man weiß, wo die Reise hingeht. Aber ich denke mal, die Zinsanhebung ist dann wohl eher aufgeschoben und nicht sozusagen völlig aufgehoben, sondern ich denke, sie wird uns dann im Dezember wahrscheinlich schon ereilen. Dann lassen Sie uns jetzt auf die angesprochenen Einzelwerte aus dem DAX schauen. Bei Linde gibt es nach der gescheiterten Fusion mit dem Konkurrenten Praxair Umwälzungen auf der Vorstandsebene. Der CEO und der CFO verlassen Linde. Was bedeutet das für das Unternehmen und die Aktie? Ja, also ich denke mal kurzfristig, das hat man ja gestern auch gesehen, auf die Meldung gab es ja noch mal so einen kleinen Erleichterungskurssprung, nachdem wir ja vorher entsprechend runtergegangen sind, nachdem die Übernahme da abgesagt worden ist. Ich denke mal, bei Linde wird es sich wahrscheinlich in der Wahrnehmung der Investoren erstmal positiv auswirken, weil man eben sagt, okay, da ist Ballast abgeworfen worden und sagen wir mal, dass jetzt da beide, der eine direkt und der andere dann sozusagen auf Abruf das Unternehmen verlassen wird, deutet ja darauf hin, dass es da offensichtlich erhebliche, atmosphärische Verstimmungen gegeben hat. Und vor dem Hintergrund ist da sicherlich ein Restart positiv zu bewerten. Bisher hat sich das, haben sich ja die Querelen da wohl offensichtlich auch noch nicht aufs operative Geschäft ausgewirkt. Es wird jetzt, denke ich, ganz entscheidend darauf ankommen, dass es da gelingt, jetzt relativ schnell eine gute Lösung sowohl für den CEO als auch für den CFO-Posten zu finden. Und das muss jetzt sozusagen der erste Schritt sein. Auf der Bewertungsseite ist jetzt die Linde-Aktie mit einem erwarteten KGV von 21 und einer Dividendenrendite von ungefähr 2,4. Wenn man das mal auf die 17er Schätzungen mal auslegt, denke ich mal, ist die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau schon fair bewertet. Da ist vielleicht auch eher nochmal ein leichtes Risiko drin, dass es nach unten geht, weil ja jetzt die von dem einen oder anderen Marktteilnehmer erhofften Synergien aus dieser Praxair-Akquisition ja dann auch nicht kommen werden. Und heute Morgen hat ja auch Aufsichtsratschef Reitzle angekündigt, da wird es jetzt also auf Sicht auch erstmal keinen neuen Anlauf für Gespräche geben.
Der zweite Wert, auf den wir blicken wollen, ist Bayer. Der Konzern hat das Angebot für Monsanto offenbar noch einmal erhöht. Glauben Sie, Monsanto ist das viele Geld wert, beziehungsweise welchen Mehrgewinn hätte Bayer dadurch? Ja, das ist sicherlich, sagen wir mal, eine der umstrittensten Akquisitionsüberlegungen, die wir, glaube ich, seit langem gesehen haben, weil Monsanto ist ja doch, sagen wir mal, nicht wohl gelitten. Man könnte jetzt etwas überspitzt sagen, wird ja von manchem Beobachter sozusagen auch als Reich des Bösen der Biotechnologie und der Agrochemie angesehen. Was sicherlich ein spannendes Thema ist aus Sicht von Bayer, ist einmal das Thema auch Digital Farming. Also da ist Monsanto ist auch sehr stark unterwegs, was, sagen wir mal, das ganze digitalisierte Technologien im Bereich der Landwirtschaft betrifft. Und was man natürlich eben nicht vergessen darf, und das ist ja auch schon oft genug hier in der Diskussion hochgeploppt in der Vergangenheit, ist, Monsanto hat natürlich eine Vielzahl an Patenten auf spezielle Saatgut, auf entsprechend veränderte Pflanzen und Feldfrüchte. Und das ist natürlich ein Thema, dass man natürlich nicht nur sozusagen das Unternehmen Monsanto mit seiner ganzen Produktion und den ganzen Marktzugängen kauft, sondern man kauft natürlich in einer gewissen Weise auch eine Patentdatenbank. Und da ist natürlich aus heutiger Sicht eher schwer abzuschätzen, was sozusagen diese Patente mal in 10, 20, 30 Jahren vielleicht für eine Bedeutung entwickeln können. Und vor dem Hintergrund erscheint mir, auch wenn der Preis sicherlich nicht günstig ist, das aus strategischer Sicht vielleicht doch gar nicht so abwegig zu sein, wie es im Moment doch von vielen Marktbeobachtern so gesehen wird, die ja dann häufig sagen, also alles viel zu teuer. Ich denke, man muss da schauen, zumal Bayer natürlich mit der Übernahme würde man natürlich auch ganz klar die Nummer 1 in der Agrochemie weltweit, und dass da ja ein Konzentrationsprozess stattfindet, hat man ja gesehen, dass jetzt da ein chinesisches Unternehmen unlängst Syngenta in der Schweiz übernommen hat. Was empfehlen Sie derzeit? Wie sollte man als Anleger mit der Bayer-Aktie umgehen? Also ich denke mal, die Bayer-Aktie ist, wenn man sich mal die Bewertung anguckt, haben wir jetzt ein erwartetes KGV fürs nächste Jahr von etwa 12,7, Dividendenrendite von 2,8%. Also die Aktie ist ja schon deutlich runtergekommen nach der Fusionsankündigung. Ich denke, auf dem aktuellen Level sollte der Investor da eher drinbleiben. Ich sehe eigentlich den fairen Wert so im Bereich von 100 Euro. Da sind wir ja im Moment noch ein bisschen drunter. Also haben wir aus meiner Sicht erstmal eine gute Halteposition. Dann wollen wir jetzt zu guter Letzt noch auf Volkswagen schauen. Vor einem Jahr genau begann der Dieselskandal bei VW. Wie steht VW Ihrer Meinung nach da? Wie viel hat VW aufgearbeitet? Ja, also es ist schwierig, war selbst dieses Jahr auch auf der Hauptversammlung von VW. Man bekam dort kaum Aussagen. Nun hat man dann 2 Tage später ja diesen bekannten Vergleich abgeschlossen. Das hat schon mal 13 Milliarden Euro umgerechnet gekostet. Es ist aber immer noch eine Vielzahl an Klagen und Verfahren auch in anderen Ländern anhängig. Ich denke mal, das wird VW noch eine ganze Zeit lang beschäftigen, zumal ja auch wir jetzt die letzten Tage gelesen haben, dass auch eine Vielzahl von Anlegern inzwischen entsprechende Schadensersatzklagen einreichen. Die ganzen Rückrufe und Nachbesserungen laufen auch noch. Das ist nochmal auch ein Thema, das ist noch nicht abgearbeitet. Und dann haben wir ja sagen wir, neben dem Dieselskandal ja auch noch die ganz normalen Herausforderungen im Automobilbereich. Stichwort autonomes Fahren, Stichwort Elektroantriebe. Da sind ja jetzt im Moment auch andere deutsche Hersteller die Tage mit Initiativen an den Tag getreten. Vor dem Hintergrund denke ich mal, wird VW noch 1-2 Jahre doch sehr stark mit dem Thema beschäftigt sein, sodass da aus meiner Sicht Anleger sich auch erstmal zurückhalten sollten, auch wenn die Bewertung, zumindest wenn man es KGV betrachtet, im Moment ausgesprochen günstig ist. Aber gestern war ja auch zu hören, dass sagen wir mal, unser Verkehrsminister gewisse Skepsis hinsichtlich der Antriebstechnologie Diesel geäußert hat. Und ein zweiter Punkt ist, und das muss man jetzt, denke ich mal, die nächsten Monate auch überlegen und beobachten. In den USA hat es ja sehr üppige Entschädigungen für betroffene Fahrzeughalter gegeben. In Europa beruft sich VW ja nun auf andere Rechtslagen. Da muss man aber, denke ich, jetzt mal abwarten, wie die Kunden darauf reagieren, dass man ihnen sagt, ihr kriegt nur eine Nachbesserung der Software, während die natürlich in der Zeitung lesen, in den USA hat es richtig Geld gegeben. Also das ist, denke ich mal, so ein Thema, was sich auch noch mittel- und langfristig da ein bisschen in die Kundenbasis und in die Wahrnehmung der Marke reinfressen kann, was aus meiner Sicht dann tendenziell auch wiederum dafür spricht, zu sagen, man muss da im Moment bei VW aus meiner Sicht nicht dabei sein.
Sie sagen es schon, aber was raten Sie dem Anleger genau? Wie sollte man mit der Aktie jetzt umgehen? Also auf dem aktuellen Kursniveau, wenn man drin ist, kann man sie tendenziell halten. Ich würde aber, wenn ich einsteige, immer mal vorausgesetzt, es kommen jetzt keine Meldungen, dass wieder irgendwo weitere Schadensersatzklagen in Milliardenhöhe eingereicht werden, würde ich also sozusagen auf der Kaufseite würde ich nicht bei Kursen von über 110 mich mit Neuengagements oder Nachkäufen positionieren. Alexander Langhorst von GSC Research, vielen Dank. Bitte wiederhören. Liebe Zuschauer, danke fürs Zusehen bei diesem Interview und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.